Andrei Roman. Das ist der Topscorer von Vítkovice, die 23. Gestern noch nicht so sehr in Erscheinung getreten, da haben andere mehr brilliert bei Vítkovice. Beispiel die 13, Svacina, der hier von der Scheibe getrennt wird mit einem Haken, aber Connected Check und das ist auch die Basis für diesen Treffer. Das 1:0 von Beat Forster nach weniger als 3 Spielminuten. Ja, so holt man sich die Scheibe in der Zone des Gegners. Guckisberg für einmal der Vorbereiter und Forster völlig alleingelassen vor Roman Malek. Hat keine Mühe, diese Scheibe im Kasten unterzubringen nach 2 Minuten und 51 Sekunden. Der Auftakt, den sich Del Curto gewünscht hat. Er hat es betont, er hat großen Respekt vor dieser Mannschaft. Vítkovice, der HCD hat in der Vorbereitung Ende August gegen Vítkovice gespielt und hat 3:6 verloren. Vítkovice mit Mühe in der eigenen Zone, nächste Chance und schon 2:0. Dino Wiese auf Pass von Dario Bürgler. Das ist aber auch ein bisschen ein Heuhaufen, dieses Vítkovice in der eigenen Zone. Die Pässe stimmen überhaupt nicht, kommen nicht an. Die Davoser profitieren und wieder geht einer vergessen hier nach dem Scheibengewinn von Rito von Arx. Diesmal ist es Dino Wiese und das Tor auch für ihn weit offen. 3 Minuten 12, 2:0 Davos. 2 Treffer innerhalb von 21 Sekunden. Und 2 Treffer nach ganz ähnlichem Muster. Walser für Back. Verteidiger bringt sich in Abschlussposition und überwindet Roman Malek. Kein Tor im Powerplay, aber kurz danach und wieder ist es ein Verteidiger, der trifft, wie schon beim 1:0 Beat Forster. René Back. Mit dem 3:0. Wieder ein frühes Tor im Drittel. Etwas Glück war damit dabei. Die Scheibe geht über Malek hinweg. Sieht ein Goli selten gut aus, logischerweise, aber da kann er gar nicht allzu viel dagegen tun. René Back also in seiner 5. Saison. Es ist auch seine letzte beim HCD. Er geht ja zu den Kloten Flyers nach dieser Saison. Jetzt gibt es etwas mehr Platz für Samuel Walser, der da aber gestört wird von Vítkovice. Hoffmann. Gregory Hoffmann bringt sich in gute Abschlussposition und trifft. Sah plötzlich, dass es da ein paar Meter freies Eis gibt. Nutzte dieses freie Eis, machte noch einmal ein paar Schritte vorwärts, erhöhte so die Wahrscheinlichkeit auf ein Tor und er nutzt die Chance. Gregory Hoffmann mit dem 4:0 nach 26 Minuten und 4 Sekunden scheint die Sache bereits entschieden. Malek auf der Stockhandseite erwischt. So, das schaut er, fährt noch ein bisschen. Näher aufs Tor zu. Und trifft haargenau. 4:0. Preußtinnen. Wiese jetzt. Läuft die Scheibe gut in dieser Überzahl beim HCD. Wo ist der Abschluss? Da ist er. 5:0, Wille Keustinen.
Vielleicht hat Gorvi noch abgelenkt, werden wir sicher sehen in der Verlangsamung. Es ist auf jeden Fall das 5:0. Er hat abgedrückt. Ville Koistinen hier mit dem One-Timer, dem Direktschuss. Und das ist ein Schuss, der nicht mehr abgelenkt wurde. Deshalb er hier der Torschütze. Ville Koistinen, der finnische Verteidiger des HCD. In seiner ersten Saison ist von Ilves Tampere gekommen. Vitkovice arbeitet sich vor das Tor von Cenoni, aber die Scheibe auch diesmal nicht im Tor untergebracht worden. Das nächste Ziel des HCD muss es natürlich sein, hier zu Null zu spielen. Aber das wird schwierig, denn das ist nun wirklich eine gute Abschlussposition. Und diesmal wird sie auch genutzt zum 5:1. Roman Sturk mit dem 5:1 nach 44 Minuten und 14 Sekunden, vorbereitet von Linka. Und jetzt ist auch Cenoni zum ersten Mal geschlagen.